So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Runde Super Fantasy Kingdom. Dieses Spiel kam bei euch insane krass an und ich liebe es, weil bei mir ja auch. Und das ist Win-Win. In der Zwischenzeit hat sich tatsächlich die entwickelnde Person gemeldet. Macht nämlich auch nur eine Person und ist aus Hannover. Ist einfach deutsch. Und auch der Hinweis so, wir können das Spiel auf Deutsch umstellen, habe ich direkt mal gemacht. Die Person hat sich mega bedankt, hat sogar, also sie meint, es wäre, die Demo sei nur so ein, ja, so nebenbei gewesen, so, ich lese jetzt nicht vor, weil ich nicht weiß, ob es okay ist, aber es war so, ja, ich mache mal diese Demo just for fun, mal gucken, was passiert, so. Und die hatte auch bislang nicht so viel Traffic. Und jetzt durch mein Video geht da halt die Luzi ab, also man sieht das auch bei einigen Steam-Graphen. Es waren irgendwie zwischenzeitlich da, ich glaube, 1500 bis 2000 gleichzeitige Spieler in der Demo hier. Also kam schon auch sehr gut bei euch an. Die entwickelnde Person, ich sag das so, weil ich jetzt nicht weiß, ob das ein Jörl ist oder ein Dude oder wie auch immer, hat sich auf jeden Fall mega gefreut. Und eine Sache fand ich interessant, ist auch das erste Projekt wohl. Und der Gedanke war da, ob man mich anfragt oder uns hier bei Instinct, ob wir Publisher sein wollen. Und da dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht? Also so generell mal, weil was machen Publisher? Klar, ein bisschen bürokratischer Scheiß. Ich bin jetzt noch total uninformiert und habe keinen Plan, ne? Aber an sich, klar, da wird Bürokratie sein. Aber ansonsten ja, sorgen Publisher dafür, dass das Spiel publik wird. Publik gemacht wird. Und das kann ich. Das können wir. Wir haben hier ganz Marketingapparat. So ist ja unser Business. So, aber jetzt erstmal, also fand ich einfach nur witzigen Gedanken. Stell dich mal vor, es gibt die irgendwie Blood Entertainment eines Tages. Ich wollte hier nochmal drauf eingehen. Wir schalten ja nach und nach weitere Kreaturen frei, die wir als Auto-Battler-Units quasi aufstellen können. Und da habe ich auch gesehen, man kann darauf auch mal spielen. Habe 20 Bäume in deiner Stadt. Zum Beispiel, dann kriegt man den Treaten. Oder. Ja, bei ein paar steht, dass man das nicht in der Demo ist, aber besitze 7 Bier. Das ist durchaus machbar. Ich habe beim Ritter ein bisschen weiter ge also ich habe ein, zwei Runden noch gezockt und ich habe ihn ein bisschen weiter getaggt, sage ich mal, hier geskillt. Das heißt, wir bekommen jetzt 40% mehr Schätze am Ende des Runs. Das passiert übrigens nach einer Weile im Hauptmenü, dass die Mucke einfach weg ist. Und das Schild ist, glaube ich, nochmal Dollar. Und hier gibt es No Translation Found. Vielleicht spielen wir es wieder auf Englisch, wenn hier No Translation Found ist. Egal, wir probieren einfach mal. Ich würde das hier nochmal skillen. Kriegen wir halt am Ende mehr Schätze. Right? Und dann vielleicht noch irgendwas für 32 oder hier 33. Mehr zurückstoßen, mehr Knockback, mehr Leben, Abfahrt. Spielen. Ich habe jetzt auch verstanden, wann man überhaupt Game Over ist. I've trained my whole life for this moment. Same. Man ist einfach Game Over, wenn der Held stirbt. Also da oben hat man ja auch extra. Ich habe ja immer so gesagt, hä, wann dann sind wir in Game Over? Aber es ist einfach, wenn der Held stirbt, dann ist man Game Over. Okay. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe hier weiter. Ihr seht schon, es gibt gar keine kleinen Felder mehr, die ich kaufen kann. Da sind jetzt überall entweder Steine drauf oder Weizen oder hast du nicht gesehen. Und es gibt so viel zu berichten. Also erstmal, hier geht der Weg nicht weiter. Aber ich denke mal, irgendwann. Ja, keine Ahnung. Also es gibt schon noch Routen, wo die Wege weitergehen können. Aber ja, ich habe hier noch ein bisschen weiter was gebaut. Aber ich habe auch viele neue Erkenntnisse. Erstmal. Wir starten ja jetzt mit Holz und mit Erz, also Gold und mit Stein und mit 3 Weizen. Das habe ich hier frei gekauft. Und das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Und ich habe auch eine Sache entdeckt, die ich so bastet. Also passt mal auf, ihr Nuggets. Als erstes bauen wir natürlich eine Taverne. Zack. Dann bauen wir einen Holzfäller, aber natürlich möglichst nah am Wald. Das wäre hier. Ja, wobei hier sind auch sehr viele Steine drumherum. Aber hier könnte später ein Steinbruch nämlich drauf, habe ich erfahren. Also, wir bauen hier einen Holzfäller. Jetzt haben wir immer noch. Ah ne, der ist umsonst, genau. Und jetzt bauen wir ein Haus. Das heißt, wir haben jetzt 3 Arbeiter. Einer ist der König, habe ich auch festgestellt. Einen haben wir freigeschaltet.
abschaltet, indem wir hier irgendeinen Slot gekauft haben. Und einen kriegen wir jetzt durch das Haus. So, jetzt haben wir noch zwei Holz. Wir können einfach eine Windmühle, okay. Wild. So, und jetzt werden wir die drei hier reinschicken. Die werden jetzt krass malochen. Eine Person schicken wir in die Taverne. True. Wechselt dann immer hin und her. Ich muss einmal kurz, weil es jetzt auf dem anderen Rechner ist, ein bisschen leiser machen. Ja, wobei vor allem Mucke eigentlich, ne? Übrigens, also über eine Sache müssen wir mal reden, Freunde. Ich hatte einige Kommentare, die gesagt haben, hä, ich finde das mit dem, mit der wechselnden Musik voll geil. Und ich denke mir so, was? Ist ja hyper annoying. So, wir haben vier Holz und dafür kaufen wir jetzt einen Steinbruch. Zack. So, was ist jetzt der nächste Step? Der nächste Step ist Burg reparieren. Wir starten mit drei Steinen, deswegen können wir es direkt machen. Und jetzt können wir direkt theoretisch nochmal Burg reparieren. Brauchen wir aber nicht. Als nächstes kaufen wir jetzt erstmal noch ein Haus. Weil umso mehr Häuser, umso schneller wir Häuser kriegen, umso more busted sind wir. Weil mehr Häuser, mehr Arbeiter, mehr alles. Mehr Ressourcen und so weiter. So, jetzt switcht es hier die ganze Zeit hin und her. Wie könnt ihr das geil finden? Das macht einen doch wahnsinnig. Und hier, hört euch das mal an. Einfach beide Tracks gleichzeitig. Hallo? Also, wäre ich Publisher, ich würde da sagen, ich ziehe euch den Stecker, wenn ihr es nicht ändert. So, wir haben giga viel Holz, es muss nur mal weggebracht werden. Haus ist erster Tag, wir haben schon zwei Häuser, wir haben alles, ne? Das ist insane. So, einer in Stein rein. Und was machen wir jetzt als nächstes? Theoretisch wieder Haus. Das heißt, wir warten jetzt auf drei Stein, upgraden, wieder Haus. Ja, also 16 Holz dann. Ich lasse am ersten Tag immer hier schön Beeren pflücken, das reicht dann erstmal für drei Tage. Ich habe auch ein paar neue Units ausprobiert, also ist geil. Aber eine Sache, die erkläre ich euch gleich, die ist einfach nur insane. So, kurz die Kreuze abchecken, da ist nichts drauf. Ja, und I mean, ist der erste Tag... Achso, wegen Straßen wollte ich euch nochmal zeigen. Also wir haben schon noch Möglichkeiten, ne? Gerade hier auch in der Basis einiges zu bauen. Aber hier ist so Semi-Ende, muss man mal gucken. Ich weiß nicht, wohin uns das noch führt. Das hier ist wahrscheinlich heftig. Könnte ich mir vorstellen, dass hier noch... Ja, weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Und es ist halt auch immer noch Demo. So. Ich glaube, ich werde in diesem Run versuchen, sehr früh einen Förster zu machen, damit wir Bäume haben. Weil wenn wir 20 Bäume haben, also der pflanzt ja neue Bäume. Und wenn wir 20 Bäume haben, schalten wir den Treaten frei. You know. So, ich spule mal vor. Ah, hier ist Gold. Geil. Moneten. Zack, der two-hittet die. Ja, sehr gut. So. Das überspringen wir. Und jetzt kriegen wir eine Unit. My friend. Eremit. So. Aha. Also, Freunde. Das ist jetzt interessant. Den Zyklopen, von dem habe ich letztes Mal gesprochen, der ist schon gut. Den Werwolf hatten wir, der war busted. Der war ja insane. Aber er ist auch squishy. Und den Halbling, den hatten wir noch nie. Der ist Support und Fernkampf. Wollen wir den ausprobieren? Ich wäre schon für ausprobieren. Weil, also der ist busted. Aber wir probieren aus. So, jetzt haben wir einen Halbling, der kommt nach vorne. Was kann der denn? Slingshot. Alle 1,25 Sekunden. 60 Meter Radius. Ja, und den Rest lernen wir. Hat wenig Leben, keine Rüstung. Was hat er für einen Radius? Ja, normal. Okay, so. Was machen wir jetzt? Genau, wir schalten die Burg noch einen weiter frei. Das heißt, wir holen noch einen zu Stein. Die kommt weg, die Person. Zack. So, die soll mal schön den Steine holen.
Nee, der König ist gar nicht ein Arbeiter. Ich hab mich... Das war Käse. Ach so. Ja, hier... Das wollte ich auch noch sagen. Hier gibt es ja so ein paar Steine. Ein paar Steine. So ein Steinhaufen. Kann man anklicken. Für 5 Erz, also Golderz... Also ist doch Gold, oder? Naja. Kann man den erschließen. Dann hat man da unendlich Stein, den man da generieren kann. Weil diese Flecke hier, die werden abgebaut. Auch das Gold. Weil hier ist das Pendant auch zu Gold. Kann man eine Goldmine erschließen. Net to know, oder? So, wir haben Holz voll. Das heißt, ich stoppe und hau hier noch einen rein. Super. So, jetzt wird Stein gefördert. Ich kann jetzt upgraden. Wenn ich 3 Steine habe, zack. Burg upgraden. So, jetzt kann ich 16 Ressourcen fassen. Dadurch kann ich 16 Holz haben. Dadurch kann ich einen Arbeiter mehr haben. Aber ich will heute auch auf jeden Fall... Wir können uns mal den Hobbit angucken, den Halbling. Ich will heute auf jeden Fall ihn hier kaufen. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Ist ganz nett, aber wo ist der denn Support? Naja, wahrscheinlich auf späteren Leveln. I don't know. Auf jeden Fall mit Gold verbesserbar. 2 Holz noch. Kriegen wir heute 4? Ja, 4 Steine sollten wir zusammenkriegen. So. Zack. 14 Holz. 15 und einer wird geholt. So, jetzt aber Schichtende. Und wir haben gerade so noch den Kämpfer bekommen. Nice. Okay. So. Das ist nice. Übrigens, der Platz ist super spannend. Weil... Hier kann man für Glory... Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Ruhm. Kann man einmal pro Run sich was kaufen. Einmal. Und da hat man hier jetzt ganz unterschiedliche Routen. Zum Beispiel, wenn man früh Weizen sich holt, kann man sich früh hier den Mönch holen. Ich weiß gar nicht, ob ihr den schon kennt. Ich glaube. Sowas zum Beispiel. Oder wir können auf Gold rushen oder was weiß ich. Also es gibt ein paar unterschiedliche Optionen. Leichtfuß ist anscheinend ein Item, oder? Oder eine Unit. Benötigt für Halbling Evolution. Darauf können wir mal gehen. So. Jetzt aber erstmal kriegen die alle schön EP. Und ich liebe dieses Game. So, Abfahrt. Halbling hat viele Kills gemacht. Ja, mag er nicht. Mag er nicht. Essen. Super, weiter geht's. So, ran an den Speck. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also, noch ein Haus für 16 Holz. Dann Goldmine und Schmelzhütte. Oder, und das ist das Neue, was ich euch unbedingt zeigen will, tatsächlich ein Jäger. Das heißt, Sägemühle into Jäger. Ja, das machen wir. So, 15. Machen das mal so. Okay. So, 16 Holz. Machen wir da ein Haus hin. Zack. Jetzt hauen wir da noch einen rein. Nee, passt so, ne? Alle beschäftigt. Toll. Jetzt als nächstes Sägewerk. Sägemühle für 5 Holz. Und dann ein Jäger. Und ich sage euch, der Jäger verändert das Game. So krass. Klingt komisch, ist aber so. Ihr werdet es sehen. Es ist insane. 5 Holz haben wir auch gleich. Guck mal, jetzt schon 4. Easy. Oh, Stein ist jetzt gerade doppelt. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt, wann das ist, you know. So.
glaube, das passt. Jetzt haben wir 5. Jetzt haben wir 5. Ich mach die mal dahin. Und jetzt der Jäger. Ich brauche 9 Steine. Das heißt, ich habe ja fast 9 Steine. Warte, erstmal brauche ich 3 Bretter. Aber ich lasse hier mal richtig viele arbeiten, weil da gerade doppelt Steinproduktion ist. Ja, das passt. Ich glaube, wir machen es sogar so. So. Toll. Toll, toll, toll. Die werden alle weggemacht. Auf Ehrenbrüderbasis. Oh, wir haben 9 Steine. Ja, das hat jetzt hier geschallert mit doppelt. So, jetzt aber auch Tag zu Ende. Leider noch kein Brett, naja. Der Halbling ist aber gut. Also der spammt gut die Steine raus, ne? Der kommt da mal hin. Schön. 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 Und der letzte Skelett. Geil. Der letzte. Ah. Oh, oh, scheiße. Ich meine, verdammt Scheibenkleister. So, Freunde. Der Halbling rasiert, krass. Mach Eier jetzt. Können wir auch überspringen. So. Und schlafen. Tag 4. Jetzt müsste wieder irgendein Event, glaube ich, kommen, oder? Nee. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, ob Events wirklich komplett random sind. Oder ob die an gewissen Tagen passieren. So, wir haben jetzt 10 Steine. Da müssen jetzt mal Bretter kommen, Digga. Zack. Oh, da liegen auch schon 3. Oder? Nee, doch nicht. Das gehört dazu. Zum Design. So. Sollten wir 3 Bretter haben. Da ist jetzt gerade keiner drin. Doch, jetzt. Okay. Sieht tatsächlich ein bisschen doof aus, ist aber genau richtig. Passt auf. Ich hätte halt schneller die 3 Bretter gerne gehabt, aber gut. So. Okay. Der Gaul holt das Brett. Nice. Zack. So, jetzt bauen wir Jäger. Jäger am besten zentral. Zack. Da tun wir einen rein und Taverne ziehen wir einen ab. Und dich brauchen wir nicht mehr. So, jetzt ballern wir wieder Leute in Stein rein. Oder actually nochmal in Holz für noch ein Haus. Was war das? Achso, der ist Level Up gekommen, glaube ich, der Held. So. Okay, lass mich mal kurz pausieren. Das Ding ist, der Jäger rennt jetzt rum und jagt diese Viecher. Bären. Hier, da ist er gerade. Hat gerade einen Bären abgestochen. Da. Da. So, und jetzt rennt er damit hoch. Und das wird abtransportiert zur Taverne. Und da können es dann abends die Helden fressen. So. Und er jagt auch Füchse und alles, was hier rumkreucht. Und das gibt denen so viel mehr EP. Das ist komplett bescheuert. So. Nächsten Schritte. Ich glaube, tatsächlich den Kämpfer upgraden für 8 Steine. Ansonsten... Oh, lass mich mal überlegen. Also wir haben nicht so viele Slots hier mehr. Entweder wir gehen auf Gold, das wäre dann Goldminen und Schmelzhütte, oder wir gehen auf Getreide. Das wäre dann Farm. Und dann beispielsweise Brauerei. Weizen zu Bier. Weil Bier bufft die Leute, glaube ich, auch nochmal richtig. Und dann kriegen wir auch einen neuen Charakter, den Zwerg, glaube ich, oder den Schützen. Wenn wir 7 Bier haben, ihr habt es ja gehört. Oder wir machen Brot. Aber dann bräuchten wir auch eine Windmühle. Hm. Oder wir machen einen Friedhof. Weil wenn wir einen ich glaube, wir machen mal einen Friedhof. Weil wenn wir einen begraben, kriegen wir Geist als neue Kreatur. Ja.
Das heißt, wir gehen. Das machen wir mal. Den kann man vielleicht noch abreißen? Kann man das noch abreißen? Nee, okay. Aber was mache ich dann noch neben dem Friedhof? Actually, ich könnte auch für. Nee, Was sind bei kleinen Slots noch? Ich brauche mehr große Slots. Das heißt, wir brauchen schön Glory, damit ich hier nochmal erweitern kann. Das ist wichtig. Um das zu ermöglichen... Ja, ich glaube, ich mache Gold, weil dann können wir hier die Units upgraden. Dann werden die immer stärker. Da haben wir einen Jäger und Gold. Ja, dann gehe ich auf Gold. Scheiß auf Getreide, Weizen, whatever. So. Weg mit denen. Zack. Das könnte knapp werden. 8 Stein. Können wir damit schon was machen? Ah, der hält das aus. Die Mucke, ey. Okay. So, Tag Ende. Ich meine, wir können ja hier auch Weizen. Into Monk? Boah, ich bin echt am Überlegen. Ich bin echt am Überlegen, was wir jetzt machen. Naja. Auf jeden Fall werdet ihr jetzt was Neues sehen, weil ich glaube, der Bär wurde schon abgeliefert in die Taverne. Oder? Nee, glaub nicht. Nee, der Bär wurde noch nicht abgeliefert. Was hat denn der hier? Muss da jemand für in der Taverne? Oh, das ist jetzt nicht gut. Der ist immer ein Level up. Und der auch. Oh, Alter, kriegt ja ultra viel mehr Damage. Okay, und Event. Es ist der Händler. Okay, wir haben kein Gold. Können wir uns stecken. Wait. Wir hätten Gold kaufen. Oh, hätte ich einen Stein mehr, hätte ich mir 2 Gold kaufen können. Ist es so rum? So, warte mal. Der Jäger. Muss das hier hin transportiert werden? Ich glaube. Holen die das ab? Da liegt ein Bär. Also ein Bärenkopf. Hey, warum kriege ich ein Bretter? Irgendwo wurde gerade irgendeine Wildsau, glaube ich, abgestochen. Jo, das hat er da gemacht. Schön, er hat jetzt auch eine Wildschwein. Ja, ich glaube, sie holt jetzt tatsächlich... Ne, die sammelt jetzt Beeren. Hä? Das Fleisch soll da oben rein, Herr Jäger. Muss das hier hingebracht werden? Ja, schon. Oder nicht? Muss das vielleicht der Gaul machen? Okay, wir verbessern jetzt... nee, wait. Verbessern wir den? Er hat da deutlich weniger Cooldown. Nee, ich glaube nicht. Wir machen Goldmine und Schmelzhütte. Ja. Goldmine. Und als nächstes Schmelzhütte brauchen wir halt... Ja, jetzt halt ordentlich Stein einfach. Ah nee, wir wollten ja nochmal Holz, right? True. 32. Aber dafür brauchen wir erstmal... Können wir schon 32 fassen? Nee. Wir brauchen erstmal... Wir brauchen erstmal 5 Goldbarren. Okay. So, ja, okay, da wurde gerade was umgeliefert. Ja, da ist jetzt ein Wildschwein drin. Aber den Bären holen sie irgendwie nicht ab. Ja, dann kannst du wieder weg. Ich brauche keine Bären. Ich brauche Bären. So, und ein Hirsch. Und ein Fuchs. Krass. Da können noch 2 rein. I guess. Oh, das wird langsam eklig hier. Warte mal. Ich mach mal das. Dann hat er jetzt die sein Step ist jetzt reduziert auf 1,4. Das ist schon wichtig. Und der Hobbit macht jetzt arsch viel Schaden. Aber es sind sehr viele Gegner, wenn die gleich alle tiltet sind. Eieiei, schaffe ich das? Mich nervt so, dass der Jäger gerade noch nicht gegriffen hat. Okay, Fuchs und Wildschwein ist da. Der Bär wird irgendwie nicht geliefert. Ist der Bär irgendein Special Piece, was man... Weiß ich nicht. Mhm.
Ah, der One-Tap-T-Skelett ist ganz geil. Oh, da hat er kassiert. Uff. Uff. Okay. Das ist jetzt mal die Frage. Bisher bin ich immer auf krass Tank gegangen. Aber ich glaube, wir gehen mal auf Damage. Wenn jemand volle Rüstung hat, gibt es 50% mehr Damage. Oh, der ist gleich dead. Oh, okay, jetzt hat er noch 12 Leben. Oh, das überlebt er nicht. Ich wechsle. Oh Gott. Zack. Schön. 50 Gold. Wir sparen übrigens Gold. Wegen einer simplen Sache. Werdet ihr hoffentlich noch sehen. So, kann ich jetzt noch was bauen? Ja, scheißegal, ob ich das jetzt oder später mache. So, jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt haben wir nämlich einen Fuchs und ein Wildschwein. Und das sind bessere Nahrungsgüter als Bären. Und die werden als erstes, ihr seht schon, da liegt der Fuchs und da ist das Wildschwein. Die werden als erstes verfüttert. Gott sei Dank kommt der Kämpfer als erstes, weil die Besten werden immer der ersten Person, der ersten Unit gegeben und diesmal random. Also wie die reinkommen. Das heißt, es gibt jetzt die Fütterung. Wildschwein. Findet er so Medium? Und er kriegt den Fuchs, findet er auch so Medium. Schade. So, aber Medium ist immer noch besser als scheiß Bären. Das heißt, sie kriegen jetzt sowas von EP. Zwei anstatt ein. Okay, ich dachte drei. Aber er ist trotzdem quasi doppelt so schnell. So, der gibt uns Unit für Gold, glaube ich. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Schade. Okay. Wir brauchen arsch viel Stein. Super. Ja, der Jäger soll einfach weiter bessere Güter. Oh, da wird gerade eine Ratte gebracht oder so. Was ist das? Hyäne? Nee, Hase. Ja. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall ganz viel Steine. Da kommen drei. Okay. Das ist eine Schlange, Alter. So, wir haben immer noch nur... Also ich könnte theoretisch die ganze Zeit den Armbrustschützen dazu holen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ich glaube, ich muss es jetzt sogar machen. Oder wir holen uns Weizen und holen den Mönch. Aber der ist nicht so krass. Aber dann könnte ich ein Item kriegen. Doch, wir holen den mal. Wir machen das jetzt. Pass auf. 5 Heuballen. R6 Weizen. Das Drop daneben. Muss ich einsammeln. Habe ich letztes Mal nicht gemacht. Jetzt habe ich 9. Jetzt holen wir uns den Mönch. Den können wir für 8 sogar upgraden. Okay, interessant. Den tun wir dahin. So, wir kriegen ein bisschen Gold. Nice. Ja, der Mönch, der macht so eine Holy Wave. Habt ihr gesehen? So AOE-Damage. Aber halt recht wenig. Halt 6. Oh, Junge, der Hobbit, der knattert. Der macht halt richtig schön Single-Target-Damage. Okay. Das läuft. Erstmal. Wir brauchen jetzt Stein weiterhin, Leute. Liefert Stein. Do it. Oh, der hat eine Hyäne gekillt. Oh, wie der da immer ausbluten lässt. Hammer. Ja, hier wird es aber schon voll. Aber der Held rasiert auch rein. Ja, der hat volle Rüstung. 50% mehr Damage. Das ist nicht gut. Der muss tanken. Oh, das wird, glaube ich, gleich eklig. Puh. Okay, wir können Schmelzhütte bauen. Da kommt jetzt einer rein. Dafür einer bei Stein raus. Und das nächste, was wir kaufen wollen, sind die verbesserten Mauern. Dann gehen nämlich hier die Attribute von den Leuten um, ich sag mal, 10% hoch. Ach du Scheiße. Warte, das ist Rüstung, ne? 5 Rüstung, ja. Okay. Oh Gott. Schade. Okay, alles gut, alles gut. Hauptsache keiner stirbt.
Okay, nice. So, und jetzt müsste der Kämpfer und der Hobbit schon wieder Level Up sein. Und das scaled, Digga. Wirklich, das ist insane. Wenn die einmal was hitten, was sie mögen. Oh, jetzt kommt der scheiß Mönch. Oh, er liebt es. Okay. Power Level. Okay, und die kriegen Mittel. Der hat die Schlange bekommen. Lecker. Schmackofatz. So, der ist Level Up. Gibt zwei Balken. What? Wie viel Damage kriegt der? Der kriegt einfach 5? Der kriegt 5, der Mönch. 5! Du, statt 1! Das ist insane. Es regnet. Hätte ich jetzt den Magier, dieser Runenmagier, der elektrischen Schaden macht. Naja. Okay, das sollte ihr klar gehen. Ich produziere jetzt Barren. Damit kann ich den Hobbit verbessern. Und könnte ich Weizen produzieren? Wäre auch nicht schlecht. Weil dann könnte ich den Mönch verbessern. Aber ich brauche generell Goldbarren, damit ich auch Sachen kaufen kann. Oder verkaufen kann. Müssen wir mal gucken. Ja. Oh. Boss? Ja. Kommt der Goblin-König. Ja, da muss ich, glaube ich, den Hobbit nach vorne stellen. Warte mal. Ich glaube, den Hobbit nach vorne. Ja, geil. Boah, Alter. Alter, die einfach die 28er Schellen. Schön mit dem fetten Steinbrocken in die Fresse. Schön. Das knüppelt. Der ist ja... Also Single-Target-Damage ist insane beim Hobbit. Krass. Schön mit der Steinschleuder da dem Goblin-König vom Karren boxen. Auf Ehrenbasis. Das ist ja einfach nur schön. Unnormal belohnte Aktion hier. Also das ist ja wirklich geil. Das ist ja klasse. Tot. Oh, ich glaube, der Mönch hat ihn gelast-hittet. Jetzt halt der Tag vorbei, ne? Oder? So, jetzt gibt es erstmal ein Item. Okay, Holy Damage und Nahkampfschaden verursachen Wet Ass. Ich sag's nicht. Und dadurch wäre Elektrizität geiler. Haben wir aber nicht. Was ist das Schwertsymbol? Heißt das... Oh, hier, der Hobbit verursacht Frost. Das machen wir. Das machen wir. So, hier gibt's ein bisschen Money. Aber wir haben leider nicht 100. Okay. 4 Goldbarren. Oh! Zack! Herausforderung heute nicht möglich. Scheiße. Ich muss immer auf die Kreuze achten. Hier haben wir fast erfüllt, ne? Wir müssen mit Holy 15 Kills machen. Das ist der Mönch. Ah, ich hätte gern Weizendingens Farm, damit ich den Mönch leveln kann. Wahrscheinlich das hier. 25. Oh, 25 Ruhm. Tatsache. 16 Steine. Ausbauen könnten wir. Wir könnten jetzt ausbauen und dann richtig Holz nochmal pumpen für noch einen Arbeiter mehr. Hier übrigens sind 2 Viecher gelagert. Warum werden die nicht abtransportiert? Der hat einen Pinguin gekillt. Okay. Hier kommt auch nichts mehr, ne? Das war's. Okay, Tag vorbei, ich spur mal vor. Das war's. So, jetzt wird nochmal richtig schön gelevelt. Alles Böse besiegt. So, mach mal Eier. Geil! Ich habe nicht drauf geachtet, was es ist. Ja, aber man kann es ja eh nicht kontrollieren. Boom! Wow, Alter! Mönch ist auch am Start. Junge, wenn der auch richtig heftig levelt mit seiner AOE-Attacke, könnte schon knallen. So, leider kein Event. So, wir machen das direkt. Dieses Monster herausfordern, heute Nacht anzugreifen, herausfordern. Mach mal. So, das gibt 4 Steine. Gut. Also, wir können jetzt den Hobbit upgraden. Ja. Ich weiß nicht genau.
Ja, wir... Oder? Ist eigentlich gut, ist eigentlich nicht gut, was ich gerade mache. Ich habe Gold, aber ich nutze es nicht. Also, ich lasse mir noch 2 Gold machen. Und dann stelle ich um. Weil ich will 5, um die Burg zu verbessern. 2, um den Hobbit zu verbessern. Das mache ich direkt. So, was kriegt der? Das ist jetzt die Frage. Oh, statt 1,25 schießt er jetzt einmal pro Sekunde. Das ist insane. 25% mehr Attack Speed. Ihr wisst, Mathematik. So, der schießt jetzt schneller. Oh, da kommen Dinosaurier. Die Dinosaurier greifen an, Leute. Mehr Range wäre geil. Achso, der kommt dahin. Ist ja klar. Der one-shottet doch jetzt alles, oder? 40er Hits. Alter. Das ist auch dieses Klatschen. Geil. Nice. Actually sollte der nach vorne. Der rennt ja eh von Target zu Target. Ja. Warum krieg ich denn kein... Jetzt weiß ich, was hier nicht läuft. Digga, ich habe hier 2 Leute drin, die arbeiten nicht, weil keine Steine mehr auf der Map sind. Ich habe es am Anfang gesagt. Gut, dann brauche ich jetzt hier einen Steinbruch. Scheiße, da brauche ich das Erz. Oi. Ich muss erst die Goldmine erschließen, weil das Golderz ist jetzt bald alle, oder? Heilige Scheiße. Ja, das machen wir. Goldmine erschließen. So, die arbeiten jetzt alle, dass das klar ist. Dun, 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 dun. Ja, der Mönch, weiß nicht. Also AOE ist schon geil, aber... Ach du Scheiße, seht ihr das? Oh, der Mönch hittet richtig rein. Oh ja. Mönch ist tot. Boah, aber der Kämpfer, der rasiert auch rein. 100% mehr Damage, wenn die volle Rüstung haben. 50% Damage für Units mit einem Schild und zweifache Schildregeneration. Das ist geil. Schildregeneration ist geil. Digga, die klatschen die aber. Aber der Mönch hat leider ins Gras gebissen. Naja. Passiert. Der Halbling, ey. Der knattert da die Steine rein. Der muss auch den ganzen Boden umflügen. So, 147 Gold. Moneten steht da. Geil. Da steht einfach Moneten. Ist ja der Hammer. So, dass der Mönch gestorben ist, ist Bad Luck. Oh, er geht sogar als erstes rein, der Vollidiot. Schade. Schade. Okay. Event. Hexe? Ja! So. Das habe ich neu herausgefunden. Also die Hexe, die kommt und gibt eine Verbesserung. Ist insane. Dauerhaft. Übergreifend. Das heißt, der Halbling macht zum Beispiel ein Damage für alle Units und der Mönch applied... Was applied er denn? Was, Der applied Verjüngen. Heilt der? Also Halbling nehme ich mal, glaube ich. Zack. Jetzt hat der Halbling nämlich hier seine zweite Fähigkeit. Die wird dauerhaft freigeschaltet, wenn wir jetzt beim Mönch sind. Ach, Heal. Tatsache. Schaltet die passive Fähigkeit bei der Hexe frei. Und ich glaube, es ist dauerhaft. Ich glaube, es ist run-übergreifend. So. Goldmine steht, ist natürlich am Arsch der Heide. Das ist nicht so geil. Naja, was willst du machen? So, und ich brauche 4 Barren für den Steinbruch. 5 Erz, nicht Barren. Ja, das hätte ich besser spielen können. Da habe ich jetzt locker, also wie viel Zeit da. Wobei, die waren ja nicht drin. Die waren nicht umrandet, die Arbeiter im Steinbruch. Die da ja umsonst saßen. Haben sie schlau gemacht? Die sind dann reingehauen. Na gut. Ich würde auch gleich den Miniboss hier herausfordern.
Genau, ich habe die Straße hier gebaut. Privat zu Hause bei mir, Digga. Und man kann jetzt hier den Miniboss Tentakelheini herausfordern. Der hat 250 Leben. Aber das geht klar. Wenn Frodo da einmal aimt, dann war's das. Guck dir das an. Sogar eingefroren. Tot. Ich weiß gar nicht so genau. So, jetzt können wir das hier machen. Nein, nein, nein. Genau, Steinbruch. Boom. So, jetzt können wir hier Leute reinjagen, ja? Abfahrt. Und dann bauen wir endlich die scheiß Mauer. Aber wir brauchen irgendwie ein bisschen mehr AOE, ey. Glaube ich. Oh, der Mönch. Wenn die gleich alle aggro werden, dann verreck ich. Ja, wobei der Kämpfer rasiert halt. Wir müssen den echt mit 16 Steinen am besten nochmal upgraden. Wo sind die Leute? Geht da rein. Schuftet. Ah, jetzt wäre Tag zu Ende, ne? Haben wir denn in der Taverne Sachen? Ja, zwei Schlangen. Und eine Hyäne. Okay. 24 Ruhm. Ich glaube, nächsten Tag. Uiuiuiuiui. Oh, der Mönch. Wie viel Leben hat der? 17. Der verreckt jetzt. Und der Hobbit ist auch down. Jetzt nur noch mein Held da. Oh, der macht AOE. Okay, unser Held überlebt es. Huh! Ach du Scheiße. Die leveln jetzt alle gar nicht. Oh Gott. Und ich krieg wahrscheinlich keinen Ruhm. Oder? Doch, 25. Gut. Tag 10. Okay, 25. Ich kann eine Straße bauen. Geil, ein großer Platz. Okay. Wahrscheinlich Farm, oder? Damit wir den Mönch verbessern können. Oder Stelle für mehr Träger hier. Das können wir auch machen. Haben wir mehr Träger. Oder wir bekommen mehr Einheiten. Ein Portal. Können wir jetzt einfach so aus dem Nichts machen. Aber wir upgraden erstmal die Burg. Ne, wofür wollte ich nochmal Stein? Ich wollte die Burg upgraden und dann wollte ich doch Holz ballern, oder nicht? Wofür brauchte ich jetzt Stein? Ach, ich wollte die Mauern upgraden. True. Tja, ich glaube die Farm, um den Mönch zu ballern, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Die Quest habe ich doch fertig. Complete. So, 4 Steine. Geil. Gibt es noch eine Quest? Nee. Was machst du so? Dryaden kommen. Hammer. Ja, hier kann man... Bei 33 können wir da weiter. Ey, da müssen jetzt aber alle überleben. Oh, da wurde eine Schlange gekillt. Oh, das ist jetzt gebufft. Theoretisch muss ich die Leute da jetzt reinschicken. Hier, Mauern. Zack. Boom. Geil, jetzt haben wir Mauern. Dann hier jetzt rein. Weiß gebufft. Produziert doppelt. Ist halt insane. So. Und dann eine Farm. Ja. 5 Steine, 3 Holz. Ich lasse jetzt einmal kurz Steine, Gold ballern. Gib doppelt. Jetzt wieder nicht. Ja, das ist ja scheiße. So, ich verbessere, glaube ich, nochmal den Hobbit gleich. Geht gar nicht. Bin echt am Überlegen, wie ich das jetzt mache. Ja, mir fehlt irgendwie AOE. Hm. Ah, ich glaube, ich versuche den Kämpfer nochmal zu upgraden. Weil wenn der stirbt, bin ich halt Game Over. Das hat man eben schon gesehen fast. Ne? Boah, wie viele das sind, Alter. Der Taunt ist stark. Der beschützt so ein bisschen den Mönch immer. Ey, wie viel Gold die liegen lassen. Krass.
Ja, irgendwie den Kämpfer verbessern. Also ich teile die jetzt mal ordentlich auf. Pass auf. Wie machen wir das? Man kann hier so viel optimieren, deswegen bin ich die ganze Zeit so am Thinken. Also pass auf. Wir wollen den hier upgraden für 16 Stein. Das heißt, viele in Stein rein. Das sollte recht zügig gehen, weil die Steinmine auch direkt daneben ist. Gold haue ich alle raus. Dafür einen Holz. Weil dann kann man nebenbei hier versuchen, auf 32 Holz schon mal anzupeilen. Und einen in die Goldschmelze. Eieiei. Okay, sieht ganz gut aus, oder? Der Mönch, er stirbt. Zack. Geil. Gesaved. Geil, das sieht gut aus. Fast der Mönch noch verreckt, aber der Hobbit hat seinen Rücken. Okay. Das lief, das lief. So, wie viel Ruhm kriegen wir jetzt? Boah, Alter, 9 Ruhm. Wir sind jetzt bei 34. Krass. Na gut. Aber mal wieder ein bisschen EP. Ist doch auch gut, Leute. Geil, der ist Level up. Schön. Der leider noch nicht. Der auch nicht. Okay, nächster Tag. Kein Event, schade. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, aber ich habe 2 ungenutzte Arbeiter. Warum gehen die da nicht rein? Doch, jetzt machen sie es. Hat nur gedauert. Okay. Bisschen komisch, ne? Kann da immer nur einer rein? Liegt das vielleicht daran? Ne, jetzt sind auch alle drin. Ne, hä? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Leute, true. 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, dann baller ich jetzt alles in Holz. Dann baller ich jetzt wirklich alles in Holz. Einmal kurz upgraden, dass wir ein Dude mehr haben. Ein Arbeiter mehr. Ich glaube, ist wichtig. Und ich kann noch eine Road bauen, ich glaube, oder? 33 Ruhm brauchte ich doch irgendwo. Hier, ne? Ja, zack. Geil. Was kann ich hier machen? Verbessere Fischer, um in zukünftigen Runs mit einem Fisch mehr anzufangen. Ist nicht schlecht, Alter. Ein Level direkt eine Unit ordentlich. Boah, der AOE knallt jetzt aber. Was macht der an Damage-Zahlen? 20 Damage. Puh. Okay, ist schon nicht schlecht. So, wir haben 16 Holz. Wird jetzt aber noch mehr reingebracht. Wo überlebe ich das? Ich hoffe. Die sind halt alle ein bisschen langsamer durch den Regen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, der muss noch da. Okay, wir müssen hier auf die Armor-Werte achten und bei unserem Helden natürlich auch. Okay, eine Rüstung hat er noch. Das sieht gut aus. Krass! Alter, wie wir geruhlt haben. Ist ja der Hammer. Keiner gestorben. Alles Böse besiegt, steht immer rechts unten. Es ist... Also der Mönch macht sich ganz gut. Am Anfang war der ziemlich shit. 44 Ruhm, jetzt kriegen wir immer mehr. Das ist ganz geil. Okay, aber der Jäger liefert nicht. Was soll ich mit Bären? Hallo, was ist denn mit dem Jäger los? Kann der mal arbeiten? Da liegt immer noch der... Nee, der Bär ist inzwischen. Ja. Na egal. So, jetzt wird hier bitte richtig produziert. Ordentlich Holz. 20. Wie brauchen wir 32, ne? Ja. Ja, machen wir.
So. Ja. Dann ballern wir einen Arbeiter. Und ich glaube, dann bauen wir eine Weizen. Eine Farm. Ja. Boah, die rohen hier richtig, die Bäume, oder? Und dann versuche ich mal einen Treaten, glaube ich, freizuschalten. Ah, gefühlt muss man da... Oh, Leute, jetzt kommen hier Schlangen, Alter. Gefühlt, glaube ich, um so einen Treaten oder so freizuschalten, muss man mal einen separaten Run nur darauf gehen, der dann zum Scheitern verurteilt ist. Weil man dann zum Beispiel sehr früh so einen Förster baut und das war's dann. So oder so mache ich ultra viel Gold in diesem Run. Das ist ziemlich nice. Sag mal, hier kann man doch mehr Startarbeiter sich holen, ne? Für 500, das wäre auch nochmal richtig juicy. Ich meine, ein Arbeiter mehr ist ja literally insane. So, 26 Holz. Habe ich noch genug Bäume hier? Ja. Oh, oh. Wurde getauntet, sehr gut. Boah, es ist alles sehr knapp. Okay. Der Kämpfer ist halt echt bockstark. Der klieft hier lang. Phänomenal. Und der Mönch macht den mal schön low. Schön. Aber wenn die gleich alle aggro wären, dann habe ich ein Problem. Oh Gott, das sieht ganz schlimm aus. Ich würde gerne noch... Oh mein Gott, ich will nicht, dass es zu Ende ist. Oh, die gehen alle auf den Mönch. Ah, noch getauntet. Sehr gut. Der brennt. Warum brennt der? Oh, ich glaube, ich muss ihn mit dem Held tauschen. Ja, ich tausche ihn jetzt mit dem Held. Er ist trotzdem tot. Oh Gott. Oh Gott, er stirbt. Niederlage, Freunde. Ey, aber war ein guter Run. Der Hobbit... Guck mal, wird nochmal multipliziert um 40%. Geil. 44 rum, so viel hatte ich noch nie. Okay. Den können wir nochmal ein bisschen buffen gleich. Aber das machen wir. 400 Taler haben wir. 400? Wieso jetzt 400? Wir haben noch 250 gemacht, dachte ich. Hm. Und wann schaltet man eigentlich... Oh, das Game ist so potent. Stellt euch mal vor, so viele Helden hat man zur Auswahl. Das wäre insane. Oder hier die Leute, die man freischaltet. Also was alles. Hammer. Okay, Leute. Ich muss sagen, der Hobbit hat mich überzeugt. Vor allem im Early Game. Später braucht man halt eher AOE. Da fehlt es ihm. Da fehlt es ihm ein bisschen an Leistung. Aber so im Early Game knattert er halt alles weg. Zyklop wäre wahrscheinlich doch besser gewesen. Wir sehen uns in einem neuen Run, wenn ihr mehr wollt. In der Zwischenzeit werde ich privat ein bisschen weiter zocken. Ich glaube, es war jetzt angenehm, viel neuer Progress, ohne zu viel neuen Progress zu zeigen. Also ich könnte jetzt auch 10 Stunden zocken, hab alles und baller euch den übelsten Run vor den Latz. Aber ich glaube, so ein bisschen anteilig Progress auch miterleben an alle, die es vielleicht nicht selber spielen, ist auch cool. Dementsprechend, lasst ein Like da, freut euch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.